Willkommen zurück. Nach 4 Wochen geht's endlich wieder weiter. Es gibt Gründe, aber zu denen will ich mich jetzt hier einfach nicht äußern. Und ja, storytechnisch können wir eigentlich ganz leicht wieder einsteigen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Fragezeichen. Da ist ein Lager dieser Banditen, sage ich jetzt mal. Weil Anna uns darauf aufmerksam gemacht hat, unsere Frau. Und danach geht's zum Zug zurück. Dann red mal. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. In Ordnung, es geht um die Schlucht bei der Quelle, wo einzelne Primitive unsere Jungs angegriffen haben. Ivan, bedeutet dir mein Wort nicht mehr als Klopapier? Es ist gut, dass die Sklaven sich dort vermehrt haben, ohne dass wir einen Finger rühren mussten. Aber du hättest sie ernten müssen, bevor sie tollwütig wurden. Und was haben wir jetzt? Primitive, die Feuergötter angreifen. So, wir haben einige Ressourcen hier, sieht man ja schon. Also erstmal schön herstellen alles. Medipacks voll. Stahlkugeln haben wir 27. Können wir mal ausnutzen. Ja, und jetzt kümmern wir uns um das Lager. Hier waren Gefangene, hier waren die Sklaven. Vor einigen Folgen haben wir hier östlich, wo ihr das Totenkopf im Dreieck seht, schon Sklaven, ja, befreit. Und auch nach Metro wird sich hier einiges ändern. Dann würde ich gerne komplett auf Twitch umsteigen. Da sind sie. Hier waren wir noch nicht. Ah! Aber das wird hier wahrscheinlich genauso sein wie fast überall. Die Umwelt ist tot. Das sind nur irgendwelche Modelle, die man da rein geschoben hat. Ohne irgendwelchen Sachen. Schau da, nix. Ah, doch. Chemikalien und Materialien. Das hier erinnert alles ja stark an Elex. Die Outlaws. Sei vorsichtig. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Der hat mich natürlich schon gesehen. Ich sehe ihn. Einen Moment. Mach das mal, Anna. Na, dieser Mistkerl. Na, egal. Anna ist dort. An der Brücke. Stell! Ich dachte, du bist so gut. Ein bisschen ärgert es mich ja auch wieder, dass ich einen Monat nicht hochgeladen habe. Denn das waren ja dann 30 Folgen, die fehlen. Und ich wäre vielleicht schon mit dem Spiel fertig und wäre jetzt schon auf Twitch. Mit dem Spiel, ja, das ist ja schon mein zweiter Einstieg. Denn nach den ersten 14 Folgen technische Probleme, alles neu gestartet. Leute! Was nachladen? Teufel macht ihr da, Leute? Das ist doch nur einer!
Reißt ihm endlich den Arsch auf! Schnappt euch das verdammte Miststück, Jungs! Ja, die schießen auf Anna. So, erledigt. Du Schweinehund! Da ist auch einer. Die Schweine haben einen Treffer und weg. Ich finde das Gewehr hier viel besser als in den Vorgänger. Da hatte ich es ja nicht so gut. Habt ihr es nicht hingekriegt? Treffer, ist was mit ihm? Da ist noch einer. Ist was mit dem? Weiter ran! Whip. Also erstmal alle Erweiterungen nehmen. Das ist ein bisschen blöd beim Spiel, das habe ich aber schon mal gesagt. Immer dieses R, E, R. Und der Tjom, der packt sich das hier alles in den Rucksack. Der letzte sitzt irgendwo da. Ne, da ist er. Aufpumpen. Ach. Der ist schon hinüber. Nein. Oh, irgendeiner sitzt da noch oben. Wer kämmt da an der Treppe? Da ist er. Was? Alles klar. Da kann ich ja gleich die Seilrutsche dann nehmen. Werkbank. Sind da welche angefahren? Ist das nur der Wind? Die Zugtypen haben den Bahnhof besetzt. Stellt ein paar Wachen auf. Sie sind etwa ein Dutzend, aber sie sind gut organisiert. Setze die Beobachtung fort. Scheint es Salzwagen zu sein. Er ist der Anführer des Postens in den Ruinen. Ich habe versucht, sie über Funk zu erreichen. Keine Antwort. Das ist verrückt. Mal mit Soul haben wir ja einen Deal abgeschlossen, wenn ich es richtig gemacht habe. Sie haben einen Scharfschützen in unserer alten Stellung am Viadukt, wo sich vor ein paar Monaten ein paar entflohene Sklaven versteckt hielten. Er beobachtet die Straße. Hat mich noch nicht entdeckt. Jetzt zu den Patronen. Heute der Leuchtturm war Story. Das wird schon langsam lächerlich. Na, ich habe mich entschieden, jetzt mal alles aufzuheben. Beim ersten großen Gebiet, der Wolga. Wirklich verdächtige Schätze würden
habe ich immer das weggeschmissen, was ich nicht brauche, und dann hinterher hätte ich es dann doch gebraucht jetzt hier. Verdammte Scheiße, die Sklaven entkommen Braten. Wir werden eine ganze Woche brauchen, um sie wieder einzufangen. Sieh dir das an. Die Zugtypen sind auch da. Ich habe zwar nur einen gesehen, das sind aber definitiv mehr. Die Wichser haben einen alle Jungs erwischt, wie es aussieht. Reinigen werde ich die Waffen im Zug, da ist es kostenlos. Ja, brauche ich nicht. Kompass ist besser. Reden sie hier alle durcheinander. Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jede von euch, denen er was schuldet, wird von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen. Insbesondere die Neuen unter euch. Oha. Darauf habe ich aber jetzt irgendwie keinen Bock. Ey! Wo ist denn nochmal Midi-Pack? Keine Lust auf diese Auseinandersetzung. Schütt ja auch unser Auto. Ui. Zack. Ja, genau, das ist die heilige Flamme. Ja, dieser Baron und so. Ah! Komm schon, lass mich nicht im Stich! So, wir müssen jetzt nach rechts. Da ist sie. Die Aurora. Gerade rechtzeitig. Ein Sandsturm. Ich bin hier! Komm schon! Komm schon! Komm rein! Artyom, ich habe gerade Damir in der Leitung. Nimm also Platz, ich bin gleich. Was für ein Sturm! Und dann auch noch ein Sandsturm! Der ist bestimmt geskriptet. Miller, Ende und aus! Hast du sie? Hier ist die Karte vom Bunker. Gute Neuigkeiten! Artyom hat die Karten! Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele. Ja, nimm einen Schluck. Je eher oh, danke. Wir haben, desto besser. Die Karten haben. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausgang von dir finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team, wie du sehen kannst. Stepan, Duke und Aljoscha liegen bereits dehydriert flach. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Ich soll den Baron töten. Jule hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Ich bin noch nie gescheitert. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. Christ, wie ist das Wetter? Vorbeigezogen. Der Sturm scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Perfekt. Artyom, während du draußen warst, habe ich noch was für das Tiha fertiggestellt.
Na, er gibt uns ja immer für unser Gewehr neue Sachen. Dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem ja, stimmt, das wollte ich machen. Hier ist es kostenlos. Nee, doch nicht. Hä, war das nicht? Ach nee. Was hast du herausgefunden, Idiot? Ich muss die Waffen wechseln. Dann sind sie automatisch sauber. Du hast also einen Überblick? Automatisches Druckluftsystem. Pumpt permanent Luft ins System, wenn der Druck zu gering ist. Die Handpumpe kann trotzdem noch genutzt werden, okay? Also immer so ein Reserveding. Von wann ist die Karte? Ein bisschen älter. Hoffen wir, dass die Lage sich seitdem nicht verschlechtert hat. Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist es extrem genau und leistungsstark. Ich verstehe. Dieses Sturmgewehr. Bulldog. Ich sehe da zwei Optionen. Oder muss ich tauschen? Das sind jetzt wieder Waffen, die ich aufgesammelt habe von den Banditen. Und sobald ich die einmal angenommen habe, kann ich die mir bei der Aurora dann aussuchen. Wo sollen wir suchen, Herr Oberst? Die Großstädte können wir vergessen. Das waren die Hauptziele. Der Arsch der Welt dürfte aber auch nicht allzu interessant sein. Das soll ein Gewehr sein. Dort scheint es sauber zu sein. Kein Wunder, nur Steppe. Scharfschützengewehr. Was, wenn wir nach Norden gehen? Norden... Nicht gut, siehst du? Da gibt es starken Fallout. Nach 20 Jahren dürfte er nachgelassen haben, aber ich würde trotzdem nicht lange dort bleiben wollen. Ja, das wird wohl noch etwas dauern. Sieh dir diese Bahnstrecke an. Stabilität ist nicht so gut. Wahrscheinlich werden wir die nehmen, um hier rauszukommen. Ja, sieht im Moment nach unserem einzigen Ausweg aus. Und deshalb sollten wir sie uns genauestens ansehen. Oh, wenn ich jetzt... Was, wenn wir diese Bulldog. Ein See, ein Fluss. Die Strahlung Standard schon mehr hoch. Schaden, mehr Genauigkeit. Sieht vielversprechend aus. Da sieht es Standardlauf. Ungewöhnlich aus. Schalldämpfer drauf. Eine große Stelle im Norden. Die Gegend scheint in Ordnung zu sein. Sogar die Infrastruktur ist intakt. Ja, Magazin ist eigentlich ausreichend. Wir sollten auf jeden Fall unsere Optionen ausloten. So. Andere Länder ziehen wir überhaupt nicht in Erwägung? Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan? Ja klar, am besten auch noch Neuseeland. Es ist doch gar nicht auf den Karten. Opa jammert, hast du noch Wasser übrig? Onkel Archie. Natürlich, komm, nimm mal einen letzten Schluck. Wow, danke sehr. Guck mal, Opa Yamak. Ich habe jetzt eine eigene Feldflasche. Ach, Feldflasche, ja. Na, dann müssen wir nur noch etwas Wasser finden. Dann hast du deine eigene Reserve. Stepan. Oh, der pennt. Danke sehr. Katja, alles gut. Mir gerade eine Feldflasche gegeben. Ja, dann geht's jetzt weiter.